Wollen wir uns mal ein Grab vornehmen? Vielleicht dürfen wir ja. Denn wir haben noch gar keins gemacht in diesem Spiel. Und da gibt es ja aber schöne Belohnungen. Vielleicht eine Knarre. Das wäre sehr, sehr geil. Das ist natürlich ein bescheidener Weg hier gerade. Aha, was kommt denn jetzt Tolles? Oh, klingt doch vielversprechend. Wenn die irgendwelche Fallen sind, muss ich natürlich aufpassen, dass sie nicht wieder... Oder ob hier Seile gespannt sind. Ein Grab so mitten im Dschungel ist auch neu. Ne? Meistens war das ja immer in irgendwelche Ruinen oder so. Vielleicht kommt das ja auch noch. Da ist eine ausgelöste Falle da unten. Mhm. Da ist ein Tier. Ach so, ein Wasserschwein wieder. Die Geräusche sind echt... Also die Geräuschkulisse ist mal wieder hammergeil. Ja. Schön. Und du? Wo hänge ich hier? Kann ich da hoch? Kann ich an den Baum hoch? Oder kann ich da hoch? Darf ich auch nicht hoch. Den Baum darf ich auch nicht. Da oben müsste ich... Vielleicht kann ich mich an den Ästen hochschaukeln, aber da müsste ich... Irgendwo hier rauf können, da vielleicht? Da darf ich auch nicht hoch. Da muss es ja einen Grund geben, ne? Wie man da hochkommt. Oder, ja, nicht einen Grund, einen Weg. Ah, warte mal. Kann ich da vielleicht rein? Das ist nichts zum Anvisieren, ne? Nee. Den Baum vielleicht? Ah, den kann ich hoch. Ah, alles klar. Ich hab das gesehen, dass ich Quadrat gedrückt habe, ne? Oh, das ist doch. Ja. Kriegen wir schon hin, ne? Kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hin. Seht zu. Komm. Ah, ich dachte, ich müsste jetzt nochmal komplett da durchkrabbeln, aber zum Glück nicht. So, dann also nochmal das Ganze an dem Baum hoch. So, ist da ran. Hup! Es geht nicht. Muss ich da länger schwingen oder was muss ich da tun? Oder muss ich erst einmal hochspringen? Das kann natürlich auch sein. Erst XX drücken. Das kann natürlich sein. Ich probiere es einfach nochmal. Also normalerweise müsste er das Laden doch jetzt schneller hinkriegen, da er jetzt schon weiß, an welchem Punkt ich war, oder? Vielleicht war es sogar ein bisschen schneller. Ich kann es jetzt gerade nicht so abschätzen. Gut, 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 gut. Und hoch. Und hepp. Ja, tatsächlich. Ich musste erst einmal X drücken. Okay. So, und hier muss ich eigentlich laufen, ne? Klappt. Und fallen lassen. Zumindest habe ich das hier schon mal geschafft. Da ist ein Seil, das sehe ich, ja. Vorsicht, Vorsicht. Ich höre komische Geräusche. Ich könnte oben lang. Da ist aber noch ein Rucksack. Geheimnisse entdeckt. Ah. Okay, was ist das? Überlebensversteck gibt es da noch, okay. Ja gut, da kommen wir wahrscheinlich eh hin. Da unten, ja. So. Daran. Und hepp. So, den oberen Ast. Ach.
abseilen, okay. Weiter geht's nicht. Okay. Ah, jetzt geht's doch. Nein! Schwingen. So. Und nochmal. Geht doch. So, irgendwo hier ist noch ein Überlebensversteck eingezeichnet. Das müsste eigentlich hier irgendwo in der Ecke sein, denke ich. Von der Richtungsangabe her, die ich da eben gesehen habe. Das ist alles aus dem 20. Jahrhundert. Aha. Hier so. Da. Ne, es ist eine Blume. Nun ruhig. Geht's da weiter? Bin nicht so ganz sicher. Ja, doch, da geht's tatsächlich weiter. Aber ich will erst erstmal hier mir im Lager umgucken. Da liegen überall Gewehre rum, ne? Und sie nimmt nichts davon. Das ist doch tragisch. Nennen wir es doch mal beim Namen. Karte. Ah, Tagebuch eines Forschers ist das gewesen. Dieser Großkotz Fawcett bekommt zwar die gesamte Aufmerksamkeit, aber ich weiß, dass seine Zeit so gut wie vorbei ist. Die Welt wird sich an Timothy Walker als jenen Mann erinnern, der endlich die verlorene Stadt von El Dorado gefunden hat. Wir haben in einer Schlucht unser Lager aufgeschlagen. Es war eine mörderische Reise bis hierher. Wir werden hier einige Tage rasten und uns orientieren. Einige der Männer müssen versorgt werden. Und ich könnte auch eine Mütze Schlaf vertragen. Die Männer sagen, in der Nacht wäre etwas im Lager gewesen. Der Dschungel raubt ihnen langsam den Verstand. Ich sage ihnen immer wieder, dass wir fast am Ziel sind und uns zusammenreißen müssen. Einer der Späher hat irgendeinen Tempel entdeckt. Wir beginnen heute Morgen mit dem Bau von Brücken und Leitern und brechen am Nachmittag auf. Ja, gut, okay. Dann nehmen wir das mal so hin. Haben wir hier noch mehr? Mal kurz gucken. Oh, was ist das? Auch so ein bisschen Bergungsgutgeraffel, glaube ich, ne? Aber ich habe doch kein Überleben. Wo war das Überlebensversteck? Hinter mir ist das jetzt genau. Also eher in da so, in die Richtung. Na, vielleicht komme ich da noch hin. Ich hoffe mal. Gehen wir mal weiter. Also ich sehe ja, dass wir da oben lang können. Nämlich hier. Okay. Dup, 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 dup. Hätte ich das blaue Teil da anschießen können? Sieht fast so aus, ne? Nein, ich will, dass wir nach links springen. Ja, genau. So. Festhalten. Huhuhuhu. Okay. Kann man dieses Teil da abknallen? Ich sehe jetzt gerade sehr viel, ne? Nee, kann ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich von hier aus nochmal zum Überlebensversteck hinkomme, ne? Na gut. Neues Basislager entdeckt. Echt? Jetzt gibt's in dem Grab gibt's ein Basislager? Das ist aber auch neu, oder? Ich glaube, ich schone den mal auf den Fähigkeitspunkt, weil... Ja... Wir brauchen ein paar mehr. Können wir da noch irgendwas machen? Ich guck mal eben kurz auf den Bogen. Ne, aktuell nichts Neues. Okay. Dann warten wir mal ab. Da sind noch Blümchen. Da können wir uns durchquetschen. Okay. Da, ah, da ist nochmal Geraffel. Der Mucke her, also ist einfach total geil. Herrlich. Richtig schöne Soundkulisse und alles. Ich mag das Spiel jetzt schon sehr, sehr, sehr gerne. Na gut, dann müssen wir uns da wohl durchquetschen. Ah, ist da jemand? Okay. Da ist nichts. Dann gehen wir mal rein, ne?
Und schon sind wir doch wieder in der Tempelanlage drin. Ist hier was? Verschütteter Eingang. Was ist das? Haufen. Weiß ich nicht. Sind das wie so ja, Blätter oder Holzrinde hochgestapelt? Da ist aber nichts weiter. Da kann ich anscheinend auch nicht. Da kann ich doch. Oh, okay. Hätte ich es nicht gedacht. Bringt mir aber wahrscheinlich nicht wirklich was hier oben, ne? Oder ist das zum Einreißen da? Nee. Dachte ich erst. Na gut, dann gehen wir hier weiter. Dann gehen wir da weiter. Ein unglaublicher Anblick. Ja, schon. Eieiei. Ist das eigentliche Grab jetzt erst, ja? Okay. Upsala. Rüber oder hoch? Oder runter? Ich weiß es nicht. Wollen wir uns hier abseilen? Wahrscheinlich können wir uns hier abseilen, ja. Und dann dahin. Okay. Das sind wir doch ganz gut. Kurz gucken. Oh, wir sind direkt neben dem Überlebensversteck. Also hier irgendwo. Ach, das können wir jetzt ja auch machen. Richtig. Sehr schön. Aber das war jetzt kein Überlebensversteck, oder? Golderz, genau. Seltenes Metall gefunden, Gold an Händler zu verkaufen. Ah! Wir treffen Händler. Das ist natürlich geil. Aber hier ist doch ein Überlebens... Genau vor mir ist ein Überlebensversteck. Ach, auf dem Baum hier. Moment. Nee. Moment, das kann doch jetzt nicht richtig sein. Hier muss doch auf Boden ein Überlebensversteck sein. Ich finde das merkwürdig tatsächlich. Hier. Darf ich da eigentlich auch nochmal rüber? Das sieht auch so aus, als wäre da was, ne? Ja, mal eben kurz gucken, was hier ist. Ah, okay. Oder habe ich jetzt einfach nur so einen Shortcut geöffnet? Ah, okay, das war jetzt nur so ein Shortcut. Alles klar. Das könnte der Ausgang sein. Der Ausgang. Okay, ne, dann, über da lang. Aber gut, dass sie es einem sagt. Ich wollte doch nur zurückspringen. Oh, es ist aber peinlich teilweise. Ich wollte doch einfach nur zurückspringen und da weitermachen. Ich hatte nicht vor, in den Tod zu springen. Also wenn ich Lara wäre, ich glaube, ich habe mich aus Versehen schon ein paar Mal umgebracht. Zumindest ist der Weg jetzt geöffnet. Was bringt mir denn der Shortcut, wenn ich hier nicht mehr hin darf? Ach so, ich hätte erst einen runtergemusst, sehe ich gerade. Von hier aus dann darüber springen. Ja, okay. Das ist verständlich. Dann versuchen wir es jetzt so. Sprung oder Abschwingen. Okay. Ah, geil. Das ist cool. So, aber da unten... Ja, egal. Da geht's auch rüber. Oh Gott, das ist so viele... Da ist das Überlebensversteck. Mein Gott, das hat aber... Ganz schön gedauert. Also dieses ganze Geraffelzeug und diese Kleinkrams, die sind gar nicht groß angezeichnet anscheinend. Aber das Ding hier. Das ist eingezeichnet. So. Dann haben wir es jetzt aber, ne? Ja, jetzt haben wir es gefunden. Sehr schön. Da ist noch eine Karte, die können wir aber nicht anwählen. Da ist noch eine Küste. Da ist aber noch ein Tagebucheintrag. Nur eine Fingerlänge. Ich hasse diesen Ort. Diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen.
Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Ich glaube, die Expedition ist schiefgelaufen, würde ich mal so ganz stark vermuten. Okay, dann ja, gehen wir mal weiter. Also ich mag die Tempelanlage an sich ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Oh, da lief ein Mensch. Hat sich gerade was bewegt. Das war ein Mensch, ja. Er wäre auch komisch, wenn wir hier überhaupt nicht auf Menschen treffen würden. Ich denke schon, dass ja auch Schießereien und sowas noch auf uns warten werden. Wozu kann ich hier hinterlaufen? Das muss auch einen Grund haben, oder? Ja, vielleicht auch nicht. Oder ich muss da hoch. Kann auch sein. Erstmal versuchen wir jetzt hier raufzukommen. Na, nicht runterfallen, Lara. Oh Gott. Okay. Kann ich... Nee, da komme ich nicht rüber. Das ist zu weit. Kann ich hier irgendwas anschießen? Von hier aus? Auch nicht so wirklich, ne? Ah, hier ist was zum... Da kann ich was dran festmachen. Ich muss das Gegenstück nur finden. Moment. Ist da irgendwas, wo ich da oben hinschießen kann? Ich denke mal, dass das zum Befestigen ist und nicht zum... Ja. Ach, das ist eine Kurbel. Aha. Ich ziehe das Ding, okay. Ah, ich sehe was. Ich glaube, ich sehe was. Da. Okay. Dann. So. Pada. Sehr schön. Dann ran da. Das Geräusch klingt total bekloppt. Es klingt, als wenn einer irgendwie mit der Hand auf den Arsch haut oder so. Sie müssen diesen Ort während der Bauarbeiten verlassen haben. Aha. Das ist durchaus möglich, ja. Ist schon wieder... Oh Gott, schon wieder was zum Ziehen und Kurbeln hier. Ah, aha. Gucke ich mir mal gleich an. Okay, springen wir mal drauf. Ja, jetzt haben wir da so ein... Was will ich hier drauf, ist die große Frage. Werde ich das Ding jetzt... Ah, ich habe glaube ich eine Idee, warte mal. Ja, vielleicht. Wenn ich das Seil jetzt wieder kappe. So. Und wir nehmen jetzt dieses Ding hier und drehen das so. Ja. Und machen jetzt einen auf so. Müsste halten. Weiß. Ja, ich weiß bloß noch nicht, was das bringen soll. Und jetzt? Jetzt dran ziehen? Hat das irgendeinen Grund? Ah! Interessant, ne? Das war interessant. Das hatte ich mir, ich sag nicht so vorgestellt, aber cool. Sehr, sehr geil. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Da ist noch was. Also ich möchte auf jeden Fall dieses Grabmal, diese Grabkammer heute noch schaffen. Ein paar Minütchen haben wir ja auch noch. Ich muss ein bisschen gucken, weil ich musste ja einmal schneiden oder zweimal sogar. Weiß ich nicht mehr. Ja, doch einmal hatte ich ja die technische Panne. Und einmal das nachgucken.
Deswegen ein paar Minuten muss ich auf jeden Fall noch drauf geben. Ich schätze mal so ein bisschen. Aber ich denke mal, das Grab schaffen wir auf jeden Fall noch. Oh, das ist was zum Lesen. Sehr schön. Gibt das was zum Nachgucken? Ja. Das gucken wir uns an. Dem wachsamen Auge eines der Fürsten des Todes liegt das Tor nach Xibalba, das alle Reisenden auf dem Weg von diesem in das nächste Leben durchschreiten müssen. Aha, Xibalba. Also, einige Sachen habe ich tatsächlich schon mal gehört, wenn sie was erwähnen, wie zum Beispiel, was war es am Anfang? Irgendwas mit, ich habe schon vergessen, irgend so ein Ort. Weil ich habe nämlich das Hörbuch von, Akte X, Ruinen. Und da sind sie auch hier bei, sind sie auch in Peru unterwegs, in Rita Clan, in Ruinen heißt das da und so. Und da werden tatsächlich auch einige Orte erwähnt, die ich jetzt hier auch schon gehört habe. Finde ich eigentlich ganz geil. Ich glaube, ich kann da oben drauf, oder? Kann ich auf den Stand hier drauf? Nee, schade. Hätte ich jetzt fast gedacht. Gut, dann muss ich jetzt irgendwie hier weitersehen. Kann ich da einfach rüberspringen? Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Oh, ist das nicht zu weit? Es geht. Ich habe Quadrat gedrückt. Ah, ich sehe schon. Okay, klappt. Ich hab gedrückt! Ihr habt doch gesehen, dass sie schon gesprungen ist, bevor die Animation kam. Ihr habt es gesehen, oder? Oder? Wer schreit denn da? Toll. Also Felsen schreien doch normalerweise nicht, oder? Seid ihr da anderer Ansicht? So. Aufmachen. Okay, ein bisschen Gold. War da noch was? Nö. Sah es so aus. Das ist was zum Lesen mal wieder. Noch ein Rezept. Und jetzt muss ich hier raus. Sitz des Adlers verbessert die Kletterfähigkeit, wodurch sie sich beim Klettern schneller bewegen können. Toll. Grab abgeschlossen? Wieso abgeschlossen? Ich habe doch gar keinen Schatz gekriegt. Moment. Oder war es das schon? Grab abgeschlossen. Na gut, dann ist das Grab abgeschlossen. Aber da ist noch ein Weg. Okay. Den Ausgang hatte ich ja eigentlich auch schon gefunden, ne? Mal ein bisschen Gold. Na gut. Wenn sie mich jetzt sonst nicht mehr haben wollen, wie Lara sagt, ne? Okay. Gibt's hier noch ein Bäumchen oder so? Ich könnte mal wieder ein paar Pfeile gebrauchen. Oh, ich durfte sogar welche basteln. Sehr gut. Oh, ich hab ja noch. Geil. Sehr gut. Und nochmal. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Vorrat. 21 Stück, das ist gut. Das ist gut. Und hepp. Rutsch, rutsch. Allerdings bin ich jetzt ja gar nicht mehr an der Stelle, wo sie gesagt hat, das ist, glaube ich, der Rückweg. Und das ist, wundert mich jetzt ein bisschen. So. So, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich habe ja nicht mehr so den großen Überblick. Ach, hier bin ich wieder. Ja, da will ich aber noch irgendwas gucken. Moment bitte. Ich hab X gedrückt. Oh, das
Ist doch wurscht, meine Mutter. Ich habe X gedrückt. Nee, ich will noch mal an die eine Stelle, es ist ja nicht so weit, wo sie gesagt hat, das ist wahrscheinlich der Rückweg. Weil das war ja nicht der Rückweg. Wir sind ja gerade eben den Rückweg gegangen. Okay, hier bin ich wieder. Dann muss ich da noch mal eben... Tut mir leid, aber das will ich doch eben rauskriegen. Und wir haben auch noch ein paar Minütchen, deswegen passt das. Drück da, was machst du denn? Lara, ich habe doch hier einen X-Knopf. Der Controller ist auch voll geladen, also daran kann es auch nicht liegen. Ah, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich drehe durch. Einmal noch, komm, einmal noch. Ansonsten ist es mir dann egal. Aber das will ich nochmal eben rausprobieren. Rausprobieren. Rauskriegen. Also entweder rauskriegen oder ausprobieren, aber rausprobieren kenne ich nicht. Und auskriegen würde zwar auch noch gehen, aber... So, danke. So. Dann will ich noch einmal eben in diese Tempelanlage da rein. Und dann den rechten Weg nehmen. Den Shortcut habe ich ja auch schon geöffnet. Lieber so nach da so. Genau. Okay. So, noch einmal klettern, dann müssten wir wieder im Tempel sein. Ja, genau, hier war das. Jetzt, hallo? Wieso geht das nicht? Sie macht's nicht. Danke. Also manchmal verstehe ich sie nicht so ganz. Fällt da jetzt nochmal was runter? Nee. Boah, der Soundeffekt kam nochmal. So, und jetzt will ich nochmal eben gucken, weil... Wenn ich jetzt hier reingehe... Sie macht aber auch jetzt ein Drama von. So. Jetzt nehmen wir den Shortcut. Und geh nach rechts. Und da hat sie letztes Mal gesagt, da geht's, glaube ich, zurück. Und jetzt will ich wissen, wo es da hingeht. Okay. Aha. Ja, okay. Es geht tatsächlich. Ja, aber das wusste ich jetzt ja nicht. Hätte sein können, dass da wirklich noch was versteckt ist. Okay. Okay, ich gebe mich geschlagen. Boah, ich bin ja gestorben. Dann gehen wir jetzt mal eben aus dem Grab raus und gucken, ob wir da vielleicht nochmal eben speichern können. Jetzt aber. Also manchmal ist das echt ein bisschen verpackt hier, auch grafisch. Ist aber nicht schlimm. Das Spiel sieht top aus und so, es macht sehr vieles richtig und ich mag halt dieses Erkunden und Schätze sammeln total. Von daher ist alles okay. Das ist dann Jammern auf hohem Niveau. So. Dann komme ich jetzt hoffentlich auch noch wieder zurück. Und da war doch auch ein Lagerfeuer, meine ich, ne? Ach, jetzt muss ich hier einmal wieder komplett durchkrabbeln, ne? Uah, okay. Vielleicht macht es ja ein bisschen schneller jetzt auf dem Rückweg. Geht so. Na, hast du es bald, Mädel? Wir müssen den Part beenden. Okay, sehr schön. Das haben wir auch hingekriegt. Gehen wir jetzt hier raus. Noch so ein Maya-Altar und ein altes Lager. Verfallen. Ja. Das hast du richtig zusammengefasst. Ich gucke noch mal eben kurz, ob wir jetzt was haben. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Den schone ich wirklich auf. Dann gucke ich noch mal ganz kurz bei den Upgrades rein. Ja, es gibt anscheinend was Neues. Ich guck. Tatsächlich. Was ist das? Knockpunkte auf der Bogensehne ermöglichen ein schnelleres Auflegen der Pfeile und damit eine höhere Schussfrequenz. Ja, komm.
wenn wir schon die Möglichkeit haben. Sehr schön. Okay, meine lieben Freunde. Ich denke, das müsste jetzt ja auch ein automatischer Save-Punkt gewesen sein. Ja, ist es auch. Ja, ich denke, dann haben wir doch ganz gut was erreicht. Beim nächsten Mal geht es natürlich weiter. Ich freue mich auch schon drauf. Und wie gesagt, die ganzen Bereiche, die wir letztendlich noch nicht erkunden konnten, das machen wir dann irgendwann noch. Und ich glaube, die Schnellreise ist anscheinend noch nicht wirklich erwünscht. Wir machen erstmal die Story durch und dann machen wir alles klar, was wir auf dem Weg haben liegen lassen. Ich hoffe, euch macht dieses Projekt Spaß. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Kommentare schreibt und am Ball bleibt. In diesem Sinne, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.